Ich bin zurück aus China. Wieder im Lande. Ja, also zuerst braucht man mal Zeit, sich an China zu gewöhnen. Und wenn man dann sich daran alles gewöhnt hat und dort lebt, wir waren jetzt über einen Monat dort, dann kommt man zurück und hier ist alles so klein. Also, bis auf die Menschen. Die sind größer. Aber naja. Aber es ist schön, wieder zu Hause zu sein und man erholt sich langsam. Es ist schon sehr strapaziös dort, dieses Klima. Man ist den ganzen Tag in irgendwo drinnen in Gebäuden oder in Fahrzeugen, weil es einfach so heiß ist. Und ich kann es nicht so gut mit der Klimaanlage. Für mich sind die Klimaanlagen wirklich eine Belastung. Ja. Was? Noch kein IMED-Video auf YouTube? Echt? Das macht der Trottel. Was macht der faule Sack? Das ist unmöglich. Naja, dann muss ich ran. Hallo, ihr Lieben. Ja, also wie ihr gerade merkt, schon wieder keiner Video parat. Das geht jetzt gar nicht, ja. Dann müssen wir einfach über etwas sprechen. Denn letzte Woche war ja das Video über die Frequenzweiche, den Bau einer Frequenzweiche von der Silenus Faber nicht so ganz so erfolgreich. Ja, also wie soll ich sagen? Wenn ich ein Video wie zum Beispiel Anfang des Sommers über Was ist High-End mache, das sind die Zuschauer, die Klickraten, Zuschauerraten, die gehen da so rauf wie, sagen wir mal, Matterhorn, ja, Horn Matters. Und wenn ich dann ein Video mache, wo ich wirklich von Anfang bis Ende eine Frequenzweiche zusammenlöte, das ist zugegebenermaßen vielleicht ein klein wenig zu viel Detail, aber vielleicht will es ja wer nachbauen, um das ging es ja eigentlich, dann sieht man so richtig schön, wie die Leute abdrehen bei der Kurve. Tja, deswegen ist, glaube ich, der unten im Studio gerade so müde, weil das Löten von der Frequenzweiche, das war schon einiges an Arbeit. Und wenn man hier sieht, die Verdrahtung in der Silenus Faber ist so gut wie fertig. Also, viel Arbeit, wird auch hoffentlich bald fertig, ja. Aber dann muss ich jetzt einspringen und vielleicht führen wir das Thema High-End weiter, denn ich glaube, dieses Thema ist total interessant, weil eigentlich strebt MAD, der Kanal, strebt Vollendung an. Ja? Also etwas, was bei vielen Selbstbauprojekten immer wieder zu sehen ist, dass das halt so Bretterkisten, die zusammengenagelt werden, irgendwie mit so, ja, wie soll ich sagen, windigem Äußeren. Und da ist zum Beispiel der Frank total angenehme, wunderschöne Ausnahme. Seine Lautsprecher, die er baut, die sehen wirklich aus, als kämen sie aus einer Produktion oder aus dem Geschäft. Wirklich schön. Aber ich finde auch, wenn man High-End bei einem Lautsprecher betreiben möchte, dann soll auch der Bau selbst und das Resultat am Ende wirklich schön sein, wo man sich denkt, einfach, oh, es schaut das gut aus. Ja? Und dann ist natürlich das Bauen selbst auch manchmal sehr aufwendig. Und wir wollen ja die Vollendung finden. Natürlich nicht nur im Bau, im Aussehen, sondern auch im Klang. Das ist ja klar. Und dieses Thema, was ist High-End? Zu diesem Thema möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Also ich habe einen Besuch gehabt, zwei Besuche. Also, ich habe zwei Besuche gehabt von einem Andreas. Das ist totaler Zufall und das ist lustig, aber das ist so. Der erste Andreas, das ist der Andreas aus der Gegend von Garz im Inn, der war bei mir eigentlich nur hier, um einen Vorverstärker abzuholen. Aber das ist dann ausgeartet in eine längere Hörsession über mehrere Lautsprecher und Verstärker und so weiter. Und der war ganz okay, der hat sich das angehört, war ganz interessiert und so. Der hat aber gewusst, wer ich bin. Das war eine sehr lustige Gegebenheit. Und ganz am Schluss habe ich ihm dann die Petit auf der
Old Gen 845 vorgespielt. Und was ich ihm vorgespielt habe, ist der Song, der Louis Armstrong Song, We Have All the Time in the World, gesungen von Iggy Pop auf der PD 845er Old Gen Röhrenverstärker. Ja. Und die ersten paar Takte, wo dieses Lied losgeht, spielt und Iggy Pop mit dieser prägnanten, voluminösen Stimme, mit dieser coolen Stimme, We have all the time, ist dem Andreas alles runtergefallen, total boah, und ihm ist sofort rausgerutscht. Ja, dann muss ich die Petit auch bauen. Ja, Wahnsinn. Also es hat auch mir neben ihm die Gänsehaut aufgezogen, weil es einfach, das ist magisch, ein magischer Moment, traumhaft. Und dieses eine Erlebnis mit dem Andreas aus Gasamin möchte ich jetzt daneben stellen, den anderen Andreas, das ist der Xireza. Da bedanke ich mich auch vielmals, dass du bei mir warst, zu Besuch, Andreas, Xireza Andreas. Ihr kennt ihn sicher aus den Kommentaren. Er schreibt nicht nur bei meinem Channel, sondern auch bei anderen Hi-Fi-Channels und auch im Snake Oil Audio Forum viel, der Xireza Andreas. Und der war bei mir und wir haben auch einen mehr als einen halben Tag, einen ziemlichen, fast einen ganzen Tag lang haben wir uns gesehen und genossen und Hörsessions gemacht. Und das Lustige ist, bei ihm war die Petit genau das Gegenteil, also der totale Abreger. Ja, also ich habe mit ihm gehört, die Hummel. Und er hat auch in seinem Bericht auf Snake Oil Audio geschrieben, dass er die Hummel gut findet, besser als die Petit. Danke vielmals für deine Rezension auf Snake Oil Audio Forum. Und ja, es ist klar. Aber der hat sich dahingestellt, ich habe die Petit aufgedreht und gespielt und er hat einfach gesagt, ja, besseres Kofferradio. Ja? Und da komme ich jetzt zu diesem Schluss. Warum Andreas und Andreas, der eine verfällt in dieses wunderbare, traumhaft, in die Emotion, diese Stimme, die berührt dich am Herz. Während der andere steht da und sagt, ja, Kofferradio. Das ist doch... Deswegen denke ich, wenn ich jetzt an den Weg zu High-End denke, ja, wenn ich jetzt sage, wir wollen High-End eingrenzen für uns als Aufgabe, als Ziel, als interessantes so ein Thema, Objekt, was auch immer, müssen wir immer von Hi-Fi-Typen ausgehen. Ja? Also es geht jetzt um den Menschen, der vor den Lautsprechern steht und da kann ich nie etwas verallgemeinern. Da ist es so unterschiedlich. Und deswegen möchte ich heute, beim heutigen Video, über Hi-Fi-Typen sprechen. Ja, und die erste Art von Hi-Fi-Typen, die meine ich jetzt gar nicht so ernst, das meine ich jetzt ein bisschen mehr humoristisch, die dürft ihr mich nicht ernst nehmen, aber ich glaube, wenn wir jetzt über Hi-Fi-Typen reden, dann kommen wir vielleicht dem Thema High-End auch von einer anderen Seite her näher und wie ihr wisst, ich habe ja im Frühsommer einmal ein Video gemacht über was ist High-End und da habe ich einen ganz schon auch humorvoll, aber durchaus ernst gemeinten Ansatz gewählt, dass ich einfach den teuersten, besten Lautsprecher genommen habe und einfach nur geschaut habe, was bauen die ein. Und jetzt bauen wir für minimales Geld genau denselben Stil oder Mehrweglautsprecher, was auch immer, auf High-End. So high-endig wie möglich. Das ist die Selinus Faber. Ja? Und der Wilson Audio ist ja das Vorbild. Ne? Aber auch Sonus Faber. Aber wenn ich an High-End denke, dann glaube ich, möchte ich das Thema High-End ein bisschen als, ich möchte das ein bisschen für auch spätere Videos ein bisschen aufschlüsseln. Ja? Ich glaube, es macht Sinn, wenn man High-End ein bisschen so sieht als Diagramm. Ja? Und zwar, wenn ich jetzt hier ein Diagramm aufstelle und ich mache mir hier in die Mitte das High-End, das ist das Thema, um das sich alles dreht, wo wir hinwollen, dann würde ich an den verschiedenen Ecken verschiedene Aspekte setzen. Ja, zum Beispiel links oben haben wir das Geld, das liebe, der gute alte Mammon. Ja, also das ist ja klar, dass Geld und High-End immer irgendwie
korreliert werden. Ja? Da versuche ich ja für den Kanal und für euch auch Wege zu finden, um wo wir dieses Problem, dieses Dilemma ein bisschen umgehen, ja? Wo wir das maximieren mit möglichst wenig Mammon, Kohle, Geld, Cash, möglichst viel rausholen. Damit mache ich mich natürlich nicht zum Freund der Händler und Hersteller. Ja, so ist das nun mal im Leben, aber manchmal ist das eigene Börsel einem eben näher als der Gewinn eines Händlers oder eines Herstellers oder was auch immer. Genau, und man kann neben diesem Geldsymbol, neben dem Mammon, können wir so Unterthemen daneben stellen, die sind so ein bisschen relativiert. Also zum Beispiel auf der einen Seite wäre da Vintage, also der Gebrauchtmarkt als Ausweg, ja. Dann natürlich der Handel. Handel ist ja das, wo man früher immer seine Sachen geholt hat. Und dann neuerdings online. Ja? Also da ist jetzt schon mal die Frage, wie schränkt mich der Handel zum Beispiel beim High-End ein, weil ich beim Handel nur dies und das bekomme, aber das und das nicht. Ja, weil es ist ja manchmal so. Es gibt ja nicht in jedem Geschäft alle Produkte. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir vielleicht bei dem Geldthema ein bisschen so die Sache mit dem Selbstbau. Ja, also was kann ich durch selbst erlernen, wenn ich mir Sachen auf YouTube anschaue, wie die Leute das da selber zusammenschrauben. Ein paar Sachen kann man sich ja beibringen, ne? Wenn man nicht löten kann. Es gibt hunderttausende Videos, die einen erklären, wie man lötet. Nicht? Was kann man durch autodidaktisches Lernen sich selber beibringen und da auch ein bisschen beim Geld ein bisschen sparen? Ja? Genau, dann haben wir die nächste Ecke. Das ist jetzt der Klangtyp. Das ist das heutige Video, um was es geht. Welche Klangtypen gibt es? Und der Klangtyp, für den Klangtyp gibt es immer zwei wichtige Nebenaspekte. Das eine, das ist die Entwicklung. Ja, als Mensch entwickelt man sich. Ja, also man fängt als Amöbe an und irgendwann mal ist man dann so ein reifer, greiser, alter Baum, wo dann das Moos schon bei den Ohren rauswächst und man einen Heiligenschein hat vor lauter Wissen, bei dem man am Abend noch das Magazin lesen kann, ohne Lichtschalter. Ne? Das kennt ihr ja von Wilhelm Busch. Und manche Leute machen ja ihr ganzes Leben lang eine Entwicklung. Ja, also ich war zum Beispiel früher ein extremes Arschloch und heute bin ich immer noch eins, ändert sich fast nicht. Und trotzdem entwickle ich mich irgendwie. Und andere Leute, die bleiben immer am selben Level. Also das ist manchmal ein bisschen komisch, aber das ist nun mal so im Leben. Aber im Grunde genommen ist beim Hi-Fi-Typen, beim Klangtypen immer die Entwicklung da. Ihr wisst schon, wie wir jung waren, wir brauchen möglichst viel Bass. Es muss möglichst billig sein, ja. Es muss möglichst groß sein, ja. Es muss unheimlich viel Lärm machen. Ja, und wenn man dann halt alt ist, man hat Tinnitus, man ist halb blind, man findet mit dem Stecker nicht mehr, wo ist jetzt hier die Buchse und kann das nicht mehr lesen, was da drauf steht, ohne 5 Brillen, dann ist alles ein bisschen anders und das Ziel, was man sucht im Klang, ist, hat sich vielleicht ein klein wenig verändert, ja. Und das zweite Nebenthema zum Klangtypen ist da praktisch gleich bedeutend das Alter. Ne? Also wie gesagt, Tinnitus, Augen etc. Wenn man älter ist, man gibt gerne mehr Geld aus, man hat mehr Geld oder auch nicht, das ist je nachdem, wie man halt tut oder getan hat oder Glück hat oder Pech. Und man kann vielleicht keine 40 Kilogramm Röhrenverstärker mehr tragen, weil einem die Bandscheiben hinten rausfliegen, ne? dann geht das einfach nicht mehr. Dann braucht man eine Class D-Einstufe, die nur 5 Gramm wiegt und so weiter und so fort. Ja, dann bei dem Thema High-End. Beim Thema High-End in meinem Schema haben wir links unten Raum, Wohnung, Haus. Also ihr habt es vielleicht schon gehört bei anderen Videos, es ist einfach so, der Raum macht so viel Unterschied zu dem Klang eines Lautsprechers. Ja, also ein Lautsprecher klingt einfach in jedem Raum anders und das ist so. Das ist eine Physik, eine physikalische Eigenschaft des Schalls, das kann man nicht verhindern. Das wird sich auch nicht ändern und deswegen ist der Raum viel zu unterbewertet. Der Raum ist so wichtig. Ja, also wenn ich eine Dachschräge habe, wenn ihr euch erinnern könnt, dass Sebastian aus Regensburg, der hat eine Dachschräge mit diesen Gipswänden, Rigipswänden und solche Dachschrägen mit Rigipswänden, das ist das pure Gift. Das schluckt jeden Bass. Also die Petit mit einem Sigma-Treiber, die in einem so einem Raum mit normalen Betonwänden, Ziegelwänden wunderschön klingt, satten Bass hat, eine Rigips-Dachschräge schluckt den Bass komplett und die
Hochtöne sind total überbetont. Dann, man hat keine gute Bühne. Also diese, wenn man in einem Dachgeschoss wohnt, ist durch diese abgeschrägten Reflexionen das Bühnenbild sehr gestört und reduziert. Es ist unheimlich schwer, ein klares, schönes Bühnenbild aufzubauen. Das ist, man muss wirklich die Lautsprecher hin und her schieben und irgendwann einmal stehen die mitten im Raum und das ist dann total unpraktikabel. Also man will ja die Lautsprecher irgendwo so haben, dass man noch durchs Zimmer gehen kann. Also diese Dachschrägen zum Beispiel, die sind wirklich das worst case possible, ja. Und deswegen ist eben der Raum auch, wie kann ich High-End finden? Ja, wie kann ich High-End, wie viel Geld muss ich ausgeben? Ja, all diese Sachen. Der Raum ist einer der vier Eckpunkte dieses Themas. Die Martin Logan, der elektrostatische Lautsprecher, hat hier in diesem Zimmer 5-mal zu viel Bass. Also da ist so viel Bass. Wenn ich die Teile hier aufdrehe, habe ich wirklich Angst, dass die Dreifachverglasung hier von diesen Scheiben hinten bricht. Weil das fängt Schwingen an. Ja? In so einer Dachwohnung mit so Gipsschrägen ist die Martin Logan mit diesem 30 cm Bass unten perfekt. Auch die Nachbarn haben es geliebt, wenn ich dann die Logan so richtig schieben habe lassen. Aber in meinem Dachzimmer, in meiner früheren Wohnung, war es perfekt. Weil sie einfach viel zu viel Bass hat. Ja. Und zu guter Letzt, in dem Schema, wo es um wie kann ich High-End eingrenzen, ist natürlich die Musikrichtung. Ja. Also wenn ich, es hängt unheimlich davon ab, was für ein Musiktyp man ist, welche Musik man hört. Ja. Wenn ich jemand bin, der nur Kammerkonzert hört, also ich bin ein Kammerkonzert-Fetischist. Ich liebe Kammerkonzert, wenn vier dahin düseln und ihre Bögen über die drüber ziehen mit einem Klavier im Hintergrund oder einem Spinett und das bringt mich zur totalen Ekstase. Dann muss ich nie im Leben so viel Geld ausgeben oder so viel Aufwand betreiben, wenn ich zum Beispiel große Tchaikovsky Live-Konzerte von Pink Floyd, symphonische Riesen, Schostakowitsch. Wenn ich Großzeug richtig fett in den Raum stellen will, muss ich natürlich viel weiter gehen, als wenn ich kleine Ensemblen hören will. Also die Musik selbst ist unheimlich wichtig, was das Thema High-End anbelangt. Wie groß ist der Weg? Wie weit muss ich gehen, um zum Ziel zu kommen? Ja? So viel mal von vornherein zum Thema High-End. Und dann kommen wir zu den Klangtypen. Kommen wir zum ersten Hi-Fi-Typen und den sehe ich jetzt ein bisschen humoristisch. Also den dürft ihr mir jetzt nicht zu ernst nehmen. Ich mache mich da jetzt ein bisschen lustig. Ja? Und zwar ist das der Händler. Der erste Hi-Fi-Typ, mit dem wir in unserem Leben wahrscheinlich jemals in Verbindung oder in Berührung gekommen sind, das war halt, wie wir jung waren und einmal in einen Hi-Fi-Laden gegangen sind. Ja, und der Händler, ja, das ist halt einfach, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen schwierig. Also früher waren das ja, das war ja wie Weihnachten und Geburtstag zugleich, wo man als Teenager in einen Hi-Fi-Laden gegangen ist und dann da diese wunderschönen Geräte gesehen hat. Aber wenn man halt älter ist und schon mehr hinter sich hat und ein bisschen ein Gefühl und Gespür, was eigentlich Klang ausmacht und im Leben schon selber das eine oder andere Geschäft betrieben hat, dann weiß man ja inzwischen, dass man als Händler ja eigentlich die Welt mit anderen Augen sieht als Konsument oder als Hi-Fi-Liebhaber. Ne? Und ja, und deswegen will ich das jetzt hier ganz analytisch aufschlüsseln. Ein Händler ist einfach unheimlich limitiert. Warum ist ein Händler limitiert? Ganz einfach, ein Händler hat gewisse Marken. Es hat nicht jeder Händler jede Marke. Ja, also ganz einfaches Beispiel, nehmen wir mal, was ist das beste deutsche oder österreichische Geländefahrzeug? Ja, also wenn wir die G-Klasse hernehmen, das hat früher bei uns in Österreich die Puch G-Klasse geheißen. Das war eigentlich eine gemeinsame Entwicklung von Steyr Daimler Puch mit Mercedes für, glaube ich, irgendein arabisches Land. Ein Militärfahrzeug, ja, und wenn man jetzt fragt, was ist in Deutschland oder Österreich das beste Geländefahrzeug? Ja, natürlich ist das die G-Klasse, brauchen wir ja gar nicht lang diskutieren. Ja, und wenn ich jetzt zu einem BMW-Händler gehe, was wird der sagen? Wird der sagen, okay, die G-Klasse? Nein. Warum? Weil er ist ein BMW-Händler, er kann einen ja nur einen BMW verkaufen. Das heißt,
wenn ich jetzt von einem Hi-Fi-Händler erwarte, dass er für mich, das für meinen Musikgeschmack das Ideale findet, ist er alleine dadurch schon limitiert, weil er ja nur eine gewisse Reihe von Produkten hat. Und er muss ja mit diesen Produkten arbeiten. Er kann ja nicht sagen, aber eigentlich ist jetzt das von Linn oder Audionote oder Akkuphase viel besser, wenn er das gar nicht im Programm hat. Das geht ja gar nicht. Wie soll er? Ne? Die nächste Limitierung beim Händler ist, er ist ein Händler. Das heißt, er muss Gewinn machen. Ja? Wenn man als Händler Sachen verkauft, ein Geschäft hat, dann muss man vielleicht Mitarbeiter, die Gehälter zahlen. Man muss die Miete vom Laden zahlen. Ja? Man muss einfach einiges erwirtschaften. Ja? Das heißt, würde er jedes Produkt empfehlen, ganz unabhängig von dem, was er damit verdient. Nehmen wir ein anderes Beispiel aus der Fotowelt. Also ich habe in den 90er Jahren so viele Fotos in der Hand gehabt von Leuten, die mit einem Tokina oder Tamron 28-300 Zoom, das ist so ein Objektiv, das ist wie ein Wackelpudding. Wenn Sie das in der Hand haben und auf 300 mm auszoomen und Sie machen so, dann diese Frontlinse, die wackelt so hin und her, dass man dann entweder rechts oder links, irgendwo ist es unscharf. Ja, also, und jeder Händler, jedes Fotogeschäft hat in den 90er Jahren bis den frühen 2000ern immer diese Tamron-Tokina-Objektive als das Beste vom Besten hingestellt und viel besser als das originale Canon, Nikon, was weiß ich alles noch. Warum? Warum sagt jedes Fotogeschäft, egal ob in Salzburg, Freilassing, Laufen, irgendwo, diese Tamrons, diese Tokina, Wackelpuddings sind das Beste vom Besten. Ja, das kann ich euch ganz einfach aufschlüsseln. Ich habe mir mal die Einkaufspreis von einem Canon EF2470 war damals 1390 Euro. Verkaufspreis schon mit Druck vom Onlinehandel etc. 1450. Das heißt, der Händler hat bei einem Canon EF2470 1:2,8 ein traumhaftes Objektiv, gestochen scharf, zu überall in jeder Zoomlage hat er 60 Euro verdient. Wenn er so ein Canon, so ein teures Teil für 1500 Euro verkauft hat, sind bei ihm in den Ladentheke 60 Euro reingelaufen, wenn überhaupt. Ja. Hat er einen Tamron 28-300 verkauft. Das hat er eingekauft mit 290 Euro und verkauft hat er es mit 590 Euro. Also sind 300 Euro in seinen Laden hineinmarschiert. Hm? Ja, und deswegen war das Tamron damals so toll. Ja. Und die Leute haben alle unscharfe Bilder gehabt. Also das mit dem Handel und den Produkten, das ist einfach eine ganz eigene, spezielle Welt. Und ich bin jetzt ganz böse und schimpf. Und natürlich ist nicht jeder Händler jetzt nur total gewinnorientiert. Das war jetzt ein bisschen fies. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber er muss halt Geld verdienen. Das ist ja auch so. Ich habe auch einmal ein Geschäft gehabt. Das ist ganz normal im Leben. Ich kann nicht durch Luft und Liebe leben. Und wenn ich ein Geschäft habe, habe ich Miete, ich habe Kosten etc. Ich muss ja was verdienen. Und natürlich will der Händler viel lieber das Produkt verkaufen, das ihm mehr Marge bringt. Ja, also Und natürlich ist es so, dass wenn wir dann zum Thema High-End kommen, wird der Handel halt auch sehr teuer. Das ist ja klar. Und deswegen habe ich auch bei meinem Kanal ganz bewusst ein paar Sachen gezeigt, die eigentlich sehr billig sind und die aber trotzdem, ja, fast unerschwinglich waren, als sie neu waren. Hm? Genau, das ist der Typ, Hi-Fi-Typ, der Händler, der Dealer. Ja, der Dealer hat immer die heißen Sachen und wir sind die Junkies. Hm? Unser nächster Hi-Fi-Typ, und das ist jetzt auch ein bisschen mit Humor zu genießen, ist der Hersteller. Ja, was ist ein Hersteller? Was habe ich da Schönes geschrieben? Ein Hersteller muss die Produkte verkaufen, die er produziert. Ja, logisch. Ja. Also der Hi-Fi-Hersteller ist eine unheimlich interessante Mischung aus Genie und Händler. Oder sagen wir mal Genie und Verkäufer? Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also ein Hersteller, Hi-Fi-Hersteller, der ist ja insofern einmal unheimlich kompetent, weil er entwickelt ja elektronische Geräte, Hi-Fi-Geräte, das heißt, er ist unheimlich kompetent, kennt sich wahnsinnig gut aus, ein Ingenieur, aber er hat ja
vielleicht eine Fabrik. Er hat ja vielleicht eine Produktion. Ja, wenn er, ich weiß nicht, wenn er selbst herstellen lässt, selbst herstellt oder herstellen lässt. Auf jeden Fall hat er Angestellte, er hat ein Produkt, er hat Kosten. Er hat Kosten durch seine Leute, durch die Angestellten, er hat Kosten durch die Produktion, er hat Kosten durch den Einkauf der einzelnen Teile. Das heißt, der Typ Hersteller ist immer so ein bisschen eine Mischung aus verschiedenen Dingen, aber im Grunde genommen ist ja ein Hersteller nichts anderes als jemand, der industrielle Teile einkauft, sie auf eine Platine lötet, festmacht und das in ein Gehäuse reinsteckt und dann vertreibt, unter die Leute bringt, in die Geschäfte bringt. Und da ist für mich eigentlich wirklich das Einzige, was mich bei dem Hersteller interessiert, ist eigentlich, wie er es macht. Ja, also da gibt es diese eine Gruppe, die nehmen ganz normale Industriebauteile, besser oder schlechter, halt so normale Sachen, so kleine Dinger, die halt ein paar Cent pro Stück kosten und steckt das drauf und macht vielleicht sehr gute, hervorragende Schaltungen und verkauft es dann zu einem gewissen Gewinn. Ja, hoffentlich, wenn er gut ist, guten Gewinn. Wenn er nicht gut ist, geht er pleite. Ja, also der Hersteller, High-Five-Typ-Hersteller, ist selbstständig, hat ein Risiko, muss nicht nur ein Genie sein, indem er gute Produkte kreiert, entwickelt, dann baut, dann vertreibt, zu den Händlern bringt. Also das ist schon wirklich, ich bin ja selber Hersteller, deswegen kann ich ja mitreden, nur bin ich halt nicht im HiFi-Bereich, sondern im Autobereich. Aber im Prinzip ist ein Hersteller jemand, der, da muss man mal Hut absagen, das sind Leute, die wirklich was drauf haben, aber für uns HiFi-Typen, HiFi-interessierte Menschen, Konsumenten, ist ein Hersteller halt ist ein bisschen ein Chamäleon. Ja, dann müssen wir ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn für einen Hersteller ist natürlich High-End immer nur das eigene Gerät. Er wird ja nicht jetzt einen Konkurrenten loben. Er muss ja seine Geräte verkaufen. Wenn andere Geräte verkauft werden, dann haben seine Beschäftigte, seine Produkte machen keinen Gewinn. Ja? Also das ist so ein bisschen so eine Sache. Aber wenn wir uns so ein Gerät anschauen, ist für mich eigentlich immer das Interessante, wie viel High-End steckt in so einem Gerät. Ja? Es sind, wie zum Beispiel bei amerikanischen Produkten, eigentlich nur ganz normale Bauteile da drauf und das sieht dann vielleicht relativ mau aus, aber das wird dann doch mit einer guten, jeder von euch hat sicher schon mal gelesen, ein iPhone kostet was? 70, 80 Euro an Bauteilen und dann kostet das im Handel 1000 so und so viel Euro. Das ist dann schon heftig. Ne? Aber wenn wir hier jetzt einen deutschen Hersteller anschauen, ja, das sehen wir, das sind schöne Bauteile, die da draufstecken. Das ist unheimlich, interessant. Und okay, und das Produkt hat dann auch ich glaube, er hat einmal etwas gesagt von wegen wie, schlimm, ein chinesischer Verstärker brennt, weil das Netzteil so schlecht gebaut ist. Dann schaue ich mir sein Netzteil an und sehe, ja, das ist natürlich hervorragend, das ist in einem titaniumummantelten Panzer eingebaut. Ja, dann denke ich mir, okay, das Netzteil brennt bestimmt nicht und das chinesische brennt sofort. Brauche ich nur hinschauen, es brennt schon. Genau, gut. Ich finde zum Beispiel an anderen Herstellern, deutschen Brinkmann, den finde ich sehr interessant. Also wenn ich da reinschaue, wie hochwertig dasselbe Produkt, eine Phono-Vorstufe, seht euch an, wie appetitlich das aufgebaut ist. Ist das nicht schön? Hier hat jedes Teil Platz zum Atmen. Hier hat man strukturiert aufgebaut. Yummy. Das ist was Schönes. Das gefällt. Das ist High-End. Sowas mag ich. Yum, yum. Also der Hi-Fi-Typ Hersteller, das ist ein Chamäleon, das ist sowas wie ein Elon Musk. Er ist manchmal sogar ein bisschen verrückt. Ja, er spricht manchmal wie ein Versicherungsvertreter, aber er ist unheimlich intelligent, er kennt sich wahnsinnig gut aus und man kann ihm auch im YouTube zuschauen und dabei viel lernen. Unheimlich interessant und ich bin mir sicher, seine Produkte sind auch sehr gut. Gute Produkte und ja, von dem kann man was lernen. Ne? Das ist der HiFi-Typ Hersteller. Und ja, für uns Leute, die wir High-End suchen, einen Weg, vielleicht günstig, optimalen Klang für uns zu finden, ist einem einzelnen Hersteller zuzuhören, vielleicht eine Sackgasse. Ja, gut, zum nächsten HiFi-Typen.
kommen wir zum Kern unseres Themas. Eins. Kommen wir zu den Kern, zum Kern der HIV-Typen. Es ist schon so, dass es ein bisschen eine Korrelation zwischen den Lautsprechern oder den Anlagen und den HIV-Typen gibt. Also es ist schon so, dass immer eine gewisse Art von HIV-Typ eine gewisse Art von Anlage hat. Also diese Sachen gehen so ein bisschen Hand in Hand. Aber eigentlich möchte ich mich zu dem Thema ja hintenrum annähern, also von hinten, also sprich, ich will das Ganze nicht wie mit einem Vorurteil begegnen, indem man quasi sagt, die Anlage macht das und das aus dir, was ja leider oft passiert. Ne? Also wenn wir jung gewesen sind und wir brauchten unbedingt so groß wie möglich, so viel Bass wie möglich, kann man ja nur gewisse Musik damit hören und man entwickelt einen gewissen Musikgeschmack, der zur Anlage passt. Ja? Also bis halt man irgendwie jemanden trifft, der einem mal was anderes zeigt. Also das ist so ein bisschen. Aber wenn wir jetzt das Ganze nachher andersrum sehen, das ist das Fazit. Ich will jetzt das Fazit hier nicht vorweggreifen. Also für mich der HIV-Typ Nummer 1, das ist die Klangpolizei. Die Klangpolizei, das sind so ganz, so ein ganz gewisser HIV-Typ. Und Klangpolizisten sind immer so ein bisschen mit Musik verbunden, so mit Musikern. Also das heißt, sie waren selbst einmal Musiker, vielleicht Violinist oder was auch immer, oder sie kommen aus dem Milieu von den Musikern, also dass die Familie irgendwie so eine Musikerfamilie ist, Orchesterspieler oder was auch immer. Und die Klangpolizisten, das sind die, die immer so ein bisschen sowas Philosophisches haben und ein bisschen sehr lange über ein und dasselbe Thema reden können, wo man dann eigentlich selber schon so ein bisschen so einschläft. Und Sachen, die man eigentlich ja eh weiß. Und die Klangpolizisten, die sind immer so ein bisschen losgelöst von dem Thema Hi-Fi auch ein wenig. Also ich habe das ein paar Mal gehabt, man spielt ihnen was vor und dann kommt da nicht sofort irgendwie, vielleicht Bass oder Mittelton oder was, sondern nur so, klingt das auch wirklich so? Ich weiß nicht, ob das im reellen Leben nun genauso klingt oder nicht, vielleicht doch ein klein wenig anders. Für Klangpolizisten ist der Klang selbst eine unumstößliche Wahrheit. Und jeder Lautsprecher, jede Anlage wird nur daran gemessen, klingt es absolut wahr und richtig. Ja? Und das hat dann schon fast philosophische Ausmaße, nimmt das an. Das ist dann halt unheimlich ein bisschen schwierig, weil wir wissen ja alle, Hi-Fi ist immer eine Sache von Kompromissen. Ja? Also es gibt keine Hi-Fi-Anlage, die gleichzeitig den Schlag von einer Snare-Drum genauso spielen kann wie eine Snare-Drum in einem echten, ihr wisst, eine Snare-Drum, also diese Trommel, in einem Raum, wenn man neben einem Schlagzeug steht, das ist so laut. Welche Anlage kann sowas so laut spielen und dann gleichzeitig eine Damenstimme liebevoll da? Hi-Fi ist immer eine Angelegenheit von Kompromissen. Man kann Hi-Fi nicht universell machen. Das ist nie möglich. Ja? Und wenn aber jemand mit philosophischen Klangvorstellungen kommt und die Realität als den Maßstab nimmt, dann sind wir schneller mal bei den Grenzen. Und ja, die Klangpolizisten, das ist so ein ganz eigener Hi-Fi-Typ. Das kann sehr schwierig sein. Also Klangpolizisten orientieren sich immer oft an einzelnen Instrumenten, ob die ganz realistisch klingen. Die kommen sehr oft aus der klassischen Musik, also es sind oft Leute, die Klassik hören. Die orientieren sich auch sehr nach den Aufnahmen. Also für so einen Klangpolizisten, da gibt es nicht so viele Aufnahmen, die er abspielen kann.
wo das hundertprozentig perfekt ist. Und da hat man manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, der vergisst eigentlich auch irgendwie den Sinn der Musik, also die Seele der Musik. Und wenn man sich das so limitiert, da wird die Suche nach der Realität oft manchmal ein bisschen absurd. Klangpolizisten hören sehr gerne Backloaded Horns. Also das sind große Hornsysteme, so wie auch Folded Pipes, TQVT oder Voigt Pipes. Das sind Sachen, die oft auch nur Breitbänder haben und die ein sehr großes Klangspektrum haben, die sehr tief gehen können bei Bässen und aber auch sehr langsam sind. Und das ist aber natürlich für Klassik, ist das nicht so schlimm. Genau, das ist der Typ, die Klangpolizei. Ist manchmal etwas anstrengend und kann sehr inkompatibel sein. Dem Klangpolizisten diametral gegenüber steht der Techniker. Der Techniker ist jetzt nicht so wie der Klangpolizist oft so mit langen Haaren und Wollpulli. Der Techniker ist mehr so kurze Stoppelfrisur, Ingenieur, kennt sich technisch unheimlich gut aus und für den sind die Analysen, Daten, das ist das Wichtigste. Und der Techniker ist einer, für den geht es nur um Messwerte, für den ist ganz wichtig, wie ist der Frequenzverlauf und wie gerade ist das und jedes, möglichst ein Techniker möchte möglichst viele Wege haben. Ein Lautsprecher mit 4 Wegen ist noch besser als ein 3-Weger oder überhaupt ein 5-Weger, denn er will das gesamte Frequenzspektrum abdecken. Also für den Techniker ist zum Beispiel, wenn er einen Lautsprecher bauen möchte oder bewertet, dann schaut er sich bei den einzelnen Chassis, beim Zusammenstellen der Chassis eher die, dann schaut er sich eher die Messwerte an und den Frequenzverlauf. Ja, also das ist aber eigentlich ein Fehler, denn eigentlich sollte man ein Chassis einfach mal hören, wie es klingt. Ja, also das gerade bei der Petit wissen wir ja, dass Chassis, die vielleicht nicht die schönsten Messwerte haben, klanglich hervorragend sein können und umgekehrt. Ja, der Techniker ist auch ein absoluter Perfektionist, der, wenn ein Frequenzverlauf irgendwo einen kleinen Dip hat, das geht gar nicht. Also das ist absolutes No-Go. Ja? Der Fakt, dass in einem Raum ein Lautsprecher, man ihn nur um ein paar Zentimeter verschieben muss und sofort ändert sich die gesamte Frequenzkurve, ja, das ist ja irrelevant. Er braucht einfach den perfekten geraden Verlauf, obwohl er sie im echten Leben nie bekommen wird. Ja? Aber gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist der Techniker, ist der absolute Perfektionist und das hat manchmal auch eine etwas seelenlose Anlage dann zum Ziel. Also so eine technisch perfekte Anlage, wenn jedes Gerät, das sich wunderbar misst, zusammengestellt mit Lautsprechern, die einen perfekten geraden Frequenz haben, da kommt da manchmal was raus, das so ein bisschen seelenlos ist, so fast schon einen sterilen Klang hat, ja, oder digitalen Klang. Der Techniker vergisst einfach manchmal die Musik bei der Suche nach Perfektion. Das ist halt auch so ein Thema. Da richtet sich die Auswahl der Musik so ein bisschen mehr danach aus, was man damit alles zeigen kann, wie gut die Anlage geht und so. Das ist ein bisschen, das ist auch in der Entwicklung, wenn man eine gewisse Entwicklung durchmacht, durchaus kann es sein, dass jeder mal durch diese technische Phase durchgeht, eher wenn man jünger ist. Ja, also das ist, kennt vielleicht jeder von uns einmal und das ist eine Grube, in die man sehr schnell fallen kann. Der Welttag. Wir schreiben das Jahr 2000. Wutzigst und begeben uns auf die Reise in unendlichen Weiten der Hi-Fi. Und zwar der Raumforscher. Der Raumforscher, das ist ein ganz eigener Hi-Fi-Typ. Für den ist der Raum, die Bühne, die dreidimensionale Darstellung das absolute Ziel. Der Raumforscher ist eine ganz eigene Spezies und ist eher ein selten anzufindendes Wesen. Für ihn ist die dreidimensionale Bühne das Allerwichtigste. Ja? Umso transparenter, umso tiefer, umso weiter, umso klarer, detailreicher,
exakter positionierbarer die Instrumente sind, umso glücklicher ist er. Vor allem, wenn die Bühne über die Lautsprecher hinausgeht und sich auf den gesamten Raum verteilt, aber groß gestreut, exakt, fein, dynamisch, vordergründig, hintergründig, all diese Dinge sind für den Raumforscher das unheimlich wichtige Ziel, das er erreichen möchte. Deswegen liegt der Raumforscher manchmal mit der Klangpolizei im Clinch, weil die zwei mögen gewisse Sachen vom anderen nicht, ja. Die Klangpolizei, das ist eher ein Typ, damit alles perfekt realistisch klingt, der gibt sogar manchmal auf Stereo auf und begnügt sich mit Mono, mit einem einzigen Lautsprecher, ja. Aber ich meine, wie will ich eine dreidimensionale Bühne haben, wenn ich nur einen Lautsprecher habe? Na, da brauche ich ja schon Stereo. Und das Wichtige bei einer Bühne ist, dass die Höheninformationen ja oft im Hochton liegen, im Treble. Ja, das heißt, dass beim Raumforscher der Klang von der Anlage und von den Lautsprechern mehr Höhen betont ist, um noch mehr Rauminformation zu bekommen, was ja natürlich vielleicht nicht mehr super hyperrealistisch ist, weil es ist ja der Hochtonanteil, wenn der zu hoch ist, klingen ja die Instrumente nicht mehr absolut hyperrealistisch, sondern sie klingen ja falsch. Ne? Deswegen ist der Raumforscher und die Klangpolizei, die liegen manchmal im Clinch miteinander und mögen sich gar nicht. Das ist der Raumforscher. Hi-Fi-Track zu den weiten Sternen des Bühnenbildes. Genau, das ist unser nächster Hi-Fi. Lass uns schauen, was ist unser nächster Hi-Fi. Ich habe so viel geschrieben, dass ich das alles vergesse und gar nichts mehr. Gar nicht mehr an die Sachen. Der Dynamiker. Der nächste Hi-Fi-Typ ist der Dynamiker und das ist ein quicklebendiger, quilliger Typ, der mag einfach alles, was schnell ist. Ja? Der Dynamiker, das ist auch ein ganz eigenes, quirliges, putziges Tierchen. Der ist ein bisschen ein Typ, der auch ganz gerne diskutiert. Der Dynamiker mag schnelle Systeme, also das heißt entweder Bassreflex oder überhaupt geschlossene Lautsprecher. Und für den ist umso quicker, schneller, mehr Attacke und zack, zack, umso besser. Das heißt, er muss nicht unbedingt tiefen Bass haben. Also Dynamiker sind jetzt nicht die Leute, die unbedingt einen ganz tiefen, fetten, tiefen Bass brauchen. Für die ist einfach alles, was schnell ist, gut. Und ein Dynamiker, der lebt im Moment, deswegen hat er auch einen unheimlich witzigen Humor und er diskutiert gerne. Also er hat gibt einem immer sofort zack, eine schnelle Antwort und macht dann noch eine lustige Bemerkung dazu und dann hat man schon Spaß und kann sich streiten. Ne? Der Dynamiker lebt im Moment, der mag die Musik, die live passiert. Also Bühnenmusik, Jazz, Rock, Pop, Konzerte, das unmittelbare Leben, das Quirlige, die Essenz, ja, die Jugend, die raved, ja, also das so richtig, oder Jazz auf der Bühne, das Leben, das Blut, das durch die Adern fließt, wenn das Saxophon die Emotionen rüberbringt, wunderbar. Der Dynamiker braucht das Leben und das Leben ist für ihn nur dann, wenn er das Atmen spürt und die Musik kickt, schnell ist und lebendig, ja, und natürlich ist deswegen auch die Anlage, also Hi-Fi von diesen Leuten, immer etwas, das unheimlich schnell sein muss. Das heißt, am Bass ist jetzt nicht der tiefengrünige, wabbelige Bass, sondern ein Bass von denen ist vielleicht schon ein 30 cm fetter Korb, aber mit Pappe, mit Papiermembran und hart aufgehängt und zack, 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 bumm, gibt Vollgas. Ne? Und Dynamiker mögen eben das Live-Event und auf der Anlage zu Hause beim Dynamiker klingt das Live-Event auch absolut lebendig und zieht einen sofort in den Bann. Diese Leute legen nicht so viel Wert auf den ganzen Schickimicki, High-End, Schnickschnack mit Glamour und Glitzer und Pipapo. Für diese Leute ist wirklich nur der Klang das Ziel und die sind da sehr direkt und suchen den möglichst effizienten Weg, um einen guten Sound zu bekommen und müssen da nicht so viel Energie in Luxus und was weiß ich alles, Kabel und Gold verzierte Drehregler ausgeben. Für die, das sind Leute, die sind sehr effizient und die wissen genau, was sie wollen
und die finden das durch clevere Tricks, oft Selbstbau und auch mit Vintage Hi-Fi. Ja? Das ist der Dynamiker, das ist der quirlige, lustige Kerl, der gerne eben ein bisschen diskutiert, auch ein bisschen philosophiert und immer wieder eine schnelle, lustige Antwort gibt und genau weiß, was er will und manchmal auch ein bisschen ironisch die anderen Hi-Fi-Typen ein bisschen durch den Kakao zieht. Der Dynamiker. Dynamiker hören gerne, wie gesagt, mit Bassreflex, geschlossenen Systemen und Hörnern. Front-loaded Hörnern, große Hörner, kleine Hörner, alles, was einen so ein bisschen anschreit, Gas gibt, nach vorne marschiert und so richtig live dich anbläst, dass du das Gefühl hast, ich bin mittendrin. Yay. So, das ist der Dynamiker. Dynamik. Le Dynamik. Le Marquis. Le Popos. Le Ala. Le Uji Uji. Schwulibu. Le Schwulibu. Der Virtuoso. Unser nächster Hi-Fi-Typ ist der Virtuoso. Das ist schon ein etwas älterer, gesetzter Herr. Der hat schon einige Klangreisen hinter sich. Der hat schon vielleicht den einen oder anderen Klangtyp in seiner Jugend durchlebt. Der Virtuoso, der konzentriert sich auf das Detail, auf die Essenz. Ja, der ist jetzt nicht extrovertiert. Der ist nicht der Typ, der laut hinausschreit. Der Virtuoso, der hat sein feines Kämmerchen, der hat eine Hi-Fi-Anlage aufgebaut, in der Regel Zweiwegsystem, entweder ein Regallautsprecher im Nahfeld oder eine schlanke Säule, die super ästhetisch aufgestellt ist, mit mindestens 3 oder sogar 4 Platten drunter und vergoldete Füßchen. Und der gibt sehr gerne Geld auch in die Elektronik aus. Da ist oft das, was vor diesen schlanken Säulen steht, noch viel teurer und noch viel besser, wäre gar nicht notwendig. Und der Virtuoso mag das Detail. Er liebt es, in das absolute Detail hineinzuhören. Er mag keine großen, riesigen Orchester, er mag keine fetten Konzerte, der mag kleine Ensembles, der mag das Detail, der mag ein Solo-Instrument spielen hören und er hört jedes Detail, wie eine einzelne Seite angestrichen wird mit zarter Berührung, kann er hören, och, das ist jetzt aber kein Kabel, sondern das Kabel, der kann den Unterschied zwischen den verschiedenen Marken hören, der weiß jedes Detail. Der Virtuoso lebt in einem Mikrokosmos des Klangs. Für ihn ist jedes kleinste Detail eines Klangs sein Wohnzimmer. Er hat ein sehr großes Augenmerk auf den Mittel- und den Hochton. Der Virtuoso braucht keinen Bass. Diese Lautsprecher haben in der Regel schon, wenn es ein Folded Horn ist, ein TQVT, natürlich kann das tief spielen, es kann auch mal einen Kontrabass einmal machen, klar, aber normalerweise sind Virtuosi nicht diese Rampenschweine, sondern der möchte wirklich das einzelne Detail sehen. Und das sieht er im Hochton und im Mittelton. Für den Virtuoso ist der Mittelton das absolut Wichtigste. Da wird der Mittelton ist eigentlich der Korpus seiner Musik. Der Virtuoso wildert manchmal ein bisschen in den Jagdgründen des Raumforschers. Ja, also der Virtuoso, der hat so ein paar Schnittmengen mit dem Raumforscher, nur ist er eben mehr konzentriert auf ganz kleine Ensembles und er hat auch bei seiner Plattenauswahl ein bisschen ein eher eingeschränktes Material, weil für ihn halt nur die allerbesten Aufnahmen überhaupt möglich sind. Ja. Er vergisst manchmal vielleicht auch sogar ein bisschen den Sinn der Musik in seiner Suche nach der absoluten Reinheit des Klanges in seinem Kunstobjekt Hi-Fi-Anlage. Wir kennen sicher den einen oder anderen Virtuoso unter unseren Freunden, oder? Falls wir nicht selber einer sind. So, jetzt brauchen wir 6. 6 ist immer gut, aber wo ist 6? Das
muss der Zettel sein, glaube ich. Da ist 5 Bier. 5, 4, 3. Du versteckst dich schon wieder. 1, 4. 5, 8. Dann mach das halt auf. Dodo. So. Der Hi-Fi-Typ, die Wildsau. Und ich bin mir sicher, fast jeder von uns war mal eine Wildsau, denn als wir jung waren, wollten wir die Musik nicht nur hören, nein, wir wollten sie spüren, und zwar mit unserem ganzen Körper. Volle Kanne, was geht? Eine Anlage ist nur gut, wenn sie fett ist, groß, kräftig und uns den Bass so gegen die Magengrube drückt, dass uns dabei schlecht wird. Die Hi-Fi-Wildsau ist ein total geselliger Mensch, den man sehr oft auf Veranstaltungen sieht. Der geht gerne hin, wo ganz rein zufällig sehr hochwertige große PA-Anlagen stehen, wo er dann so richtig sich seiner Droge hingibt. Denn eigentlich lebt er ja die Essenz der exzessiven Musik mit Leib und Seele. Also er gibt sich dem knüppelharten Bass mit seinem Körper preis und nimmt hin, was da kommt. Ja, knüppeldick. Und da ist er ja ein bisschen ein Drogen-Junkie, ne? Weil wer braucht es nicht? Und manchmal verfall auch ich dieser Droge gerne, denn ich habe es früher auch sehr gern gehabt, wenn ich die Musik durch und durch spüre. Ja, aber ja, es gibt natürlich da auch ein bisschen Nachteile. Wenn man zu viel Musik so hart zu sich nimmt, kommt irgendwann einmal der Punkt, wo dann das Gehör absolut eingeht und man irgendwann einmal dann schwerhörig wird und ja, man baut dann ab. Das sind dann die Leute, die bei den Discos immer magnetisch in der Nähe der fetten, so dieser großen Bassmembrane stehen und sich dann da durchmassieren lassen, weil das einfach geil ist. Und irgendwann einmal kommt dann der Tag, wo man dann genug hat, aber es gibt eben diesen Hi-Fi-Typ und der ist eben deswegen eine Wildsau, weil er macht einfach weiter. Auch im hohen Alter noch. Hut ab vor diesem Vermögen, das durchzuziehen, auch wenn die Haare schon weiß werden. Und man eigentlich fast nichts mehr versteht. Aber das ist einfach guter Bass, knüppeldicker Bass in die Magengrube. Das ist was Schönes. Der Hi-Fi-Typ Methusalem. Der Methusalem, das ist ein alter, grauer Herr mit ganz vielen Falten, auch im Gesicht. Und der hat jede Anlage schon mindestens zweimal gekauft und zweimal wieder verkauft und alle möglichen Arten von Lautsprechern, von langsamen Lautsprechern bis zu schnellen Lautsprechern, Hörnern, geschlossenen Systemen und Tod und Teufel hat sie zu Hause in zigfacher Ausführung stehen, sammelt das Zeug, der hat eine Plattensammlung, die dermaßen riesig ist. Dagegen ist der pangalaktische Donnergurgler gerade einen Schluck Milch. Der Methusalem hat alles gesehen, der hat alles erlebt, der kennt jede Form von Lautsprechersystem. Und man erkennt ihn vor allem daran, dass er immer so ein weißes, mildes Lächeln am Gesicht hat, weil er genau weiß, was man gerade durchmacht. Er hat es ja schon selbst erlebt. Das Allerbeste an ihm, an diesem Hi-Fi-Typen, ist, er hat wirklich für jedes Problem eine Antwort, weil er einfach so viel weiß. Er ist ja der Methusalem. Er hat einen unglaublich reichen Erfahrungsschatz und ja, ist deswegen auch ein sehr begehrter Gesprächspartner. Von dem kann man natürlich sehr viel lernen. Der Methusalem steht meistens schweigend neben einem und lächelt nur weise vor sich hin. Er nimmt sich auch all unsere Sorgen an und er hat auch für jedes Problem, das wir haben, eine Lösung. Er hat es alles schon mehrfach erlebt und weiß genau Bescheid. Dem zuzusehen ist natürlich unheimlich interessant und der hat dann auch schon ein gewisses Flair, ne, wenn er dann dasteht wie Gott im Himmel. Tja, und der letzte Hi-Fi-Typ, den ich euch jetzt bringe, das ist der Messias. Der Messias. Jetzt waren wir bei Methusalem und jetzt fragen wir uns, gibt es eigentlich noch einen Hi-Fi-Typen? Haben wir jetzt irgendeinen Hi-Fi-Typen vergessen? Also wenn ihr noch einen Hi-Fi-Typen auf Lager habt, dann
bitte schreibt ihn in die Kommentare. Der letzte Hi-Fi-Type, der mir einfällt, das ist der Messias. Der Messias bringt uns die Erlösung im Reich der Musik. Er bringt unseren Jüngern das ewige High-End. Es kommt der Messias zu euch, den Dienern der Musik, der Hi-Fi-Anlage. Kniet nieder und liebt eure Anlage. Streichelt eure Stecker und eure Dosen. In enger Verbindung mit euren Langspielplatten und CD-Drehtellern bleibet verbunden mit den ewigen Schwingungen der Lautsprecher. O du Messias, du bringst uns das wunderbare Wunder der Musik. Gebe uns dein tägliches Phänomen. Der Messias sei mit euch. Habt Spaß und findet die Emotion in der Musik. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt hat er eigentlich vergessen, das Fazit zu sagen, oder? Hat er das Fazit gesagt? Eigentlich ist ja das Fazit, dass es für euch wichtig wäre, alle verschiedenen Lautsprecher zu hören von den verschiedenen Hi-Fi-Typen, dann könntet ihr für euch das richtige High-End viel schneller finden. Silenus, weiter, weiter machen. Menschen nehmen und sagen, das ist jetzt High-End. Das ist totaler Blödsinn. Ihr versteht, auf was ich hinaus will. So, dritter Take zu dem Thema, Andreas. Ja, also ich habe einen Besuch gehabt. Ich habe zwei Besucher gehabt mit dem, wie heißt der andere jetzt nochmal? Meine Frau ist der Messias.